Hallo und herzlich willkommen bei Graum Entertainment und meiner Folgenbesprechung für die erste Folge der zweiten Staffel von House of the Dragon. Ein Sohn für einen Sohn. Und gleich vorab, damit das auch alle richtig verstehen, es ist eine Folgenbesprechung. Ich werde also über die Szenen reden, über die Twists reden, über die Turns reden und also spoilern, was das Zeug hält. Und eine zweite kleine Anmerkung gleich vorab, weil ich das auch am Anfang der ersten Staffel gesagt habe. Ich kenne das Source Material nicht, ja, also ich habe die Bücher von Game of Thrones gelesen oder von Ein Lied und Eis und Feuer beziehungsweise, aber halt hier für diese ganze Targaryen-Geschichte, da habe ich das Buch eben nicht gelesen. Von daher hier einmal mehr die Bitte in den Kommentaren, bitte nur auf Dinge einzugehen, die in der Serie passieren und nicht irgendwelche Dinge, sowohl für mich als auch für Leute, die die Show eben auch gucken, ohne die Bücher zu kennen, zu spoilern, die eben einfach in den Büchern passieren, aber hier noch nicht passiert sind. Ja, das wäre sehr nett, wenn ihr uns also nicht verratet, wer, wo und wie stirbt. Ich meine, worauf das Ganze am Ende des Tages hinauslaufen wird, das wissen wir ja alle, dadurch, dass es ein Prequel weit in der Vergangenheit ist, aber trotzdem will man natürlich noch überrascht werden. Gut. So, und damit kommen wir zur eigentlichen Folgenbesprechung. Und ja, man kann sagen, diese erste Folge von House of the Dragon war eine klassische Game of Thrones wieder Reinkommer-Folge. Ja, also auch so ziemlich jede Season von Game of Thrones damals hatte so diese klassische erste Folge nach der Pause, wo wir quasi etabliert haben, okay, wer steht eigentlich gerade wo, was machen die Charaktere gerade, was ist nochmal passiert und also so ein bisschen anfängt, das Ganze uns wieder reinzuholen ins Boot und so ein bisschen das Boot in die Richtung zu schubsen, in die es dann fahren wird. Und genau in dieser Tradition stand eben auch diese erste Folge. Und das finde ich persönlich nicht schlimm. Ich kann aber auch verstehen, wenn es vielleicht vielen nach dem ja doch recht brachialen Ende von Staffel 1 mit dem Mord von Aemond an Lucerys, wenn es da vielleicht vielen ein bisschen jetzt zu ruhig war, diese Folge, aber ich persönlich fand es sehr, sehr passend und habe eben auch gegen diese Reinkommer-Folgen nichts. Ja, gleich am Anfang war auffällig, wir haben ein neues Intro, zwar immer noch die alte Game of Thrones Musik, aber wir haben ein neues Intro, also jetzt nicht mehr dieses Bauwerk von Viserys, dieses nachgebaute, wo das Blut durchfließt, sondern wir haben jetzt ja wie so eine, ja, es sieht aus ein bisschen wie so eine Art Wandteppich, Wandmalerei, die sich Stück für Stück aufbaut und rollt und eben, ja, sowohl die Blutlinien der Targaryens und Valyrians zeigen, aber auch, ja, das Blutbad, das durch die Drachen angerichtet wird, das wird hier schon mal quasi aufgezeigt. Und ja, fand ich persönlich ganz schick. Also ich fand das vorherige, glaube ich, ein bisschen besser, aber das fand ich auch ganz schick. Apropos ganz schick, habe ich am Anfang vergessen, wenn euch die Folge hier gefallen sollte, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, über Abos, wenn ihr den Kanal neu entdeckt und natürlich auch über eure Kommentare. Aber wie gesagt, bitte nur das spoilern, was bereits passiert ist. Und im Gegensatz zu früher, wo ich ja wirklich Szene für Szene durchgesprochen habe, will ich versuchen, das in dieser zweiten Staffel ein bisschen aufzulockern. Also ich werde schon grundlegend die Folgen chronologisch durchsprechen, aber wenn bestimmte Szenen, die im Verlauf einer Folge passieren, thematisch zueinander passen, dann werde ich die durchaus auch mal zusammenpacken und quasi gleich drüber reden, wenn eine Thematik aufgemacht wird oder wenn irgendein Charakterplot aufgemacht wird, dann werde ich hier und da auch mal so generell drüber sprechen, was da jetzt eigentlich alles war. Und ich fand persönlich gleich den Auftakt in dieser Folge ziemlich gut, denn wir setzen an sich direkt an Staffel 1 an, denn in der letzten Folge ging es ja eigentlich darum, dass Rhaenyra ihre Söhne ausgeschickt hat, um quasi ja, die diversen Lords aufzurufen, ihr die Treue zu schwören und quasi ja, ihre Bannermen bereit zu machen. Und ja, da hatten wir eben den Ausflug von Luke gesehen, der dann tödlich geendet ist, aber wir haben noch nicht den Ausflug von Jacaerys zu den Starks gesehen. Und ja, da befinden wir uns jetzt und er ist gerade an der Wall und ist dort eben auch dabei, ja, bei einem Lord Stark, Lord Torrhen war es, glaube ich, um, ja, um Leute zu bitten, die geschickt werden können. Und es wird gleich ein bisschen etabliert, dass die Wall hier irgendwie noch eine ganz andere Bedeutsamkeit hat, als sie das dann in der Timeline von Ein Lied von Eis und Feuer hat. Weil da ist ja wirklich so,
Ja, die Wall steht da halt und die beschützen uns vor den Wildlingen. Und ja, da schicken wir halt die ganzen Verbrecher hin und die sollen dann da halt kämpfen. So, also da war das so die Wall. Und hier wird schon betont, dass sich der Norden noch erinnert an die lange Nacht, an den langen Winter, an die Bedrohung, die da im Norden lauert. Und dass sie das halt durchaus ernst nehmen. Und wir lernen halt, dass es hier so ist, dass ja, von jedem Gut, von jedem Herrenhaus sozusagen, jeder zehnte Mann oder einer von 10 Männern auserwählt wird, um an der Wall zu kämpfen und dort Wache zu halten. Und dass das auch keine Bestrafung ist, sondern tatsächlich eine Ehre, diese Pflicht auf sich zu nehmen. Fand ich eine ganz guten Tie-in zu Game of Thrones, weil wir hier eben diese Veränderung sehen, die dann eben in all der Zeit danach noch stattgefunden hat und wie sehr eben das Reich diese Bedrohung vergessen hat, die dort lauert und eben auch gar nicht glaubt, dass sie echt ist und sie halt wirklich als reine Verteidigung gegen die Wildlinge sieht, diese Wall. Ja, fand ich sehr, sehr cool. Kleines Problem an der Szene, aber das konnten die Macher halt schlicht und ergreifend nicht verändern, ist halt wirklich, dass ja, der Schauspieler von Jacaerys halt ja deutlich gealtert ist und jetzt halt wirklich, ja, also ich wirklich kurz dachte, sie haben ihn gerecastet. Haben sie aber, glaube ich, nicht, wenn ich das dann im Verlauf richtig gesehen habe. Aber ja, der ist halt deutlich gealtert, obwohl halt in der Serie eigentlich halt nur ein paar Wochen vergangen sind, die der da hingereist ist. Wahrscheinlich nicht mal ein paar Wochen auf dem Drachen. Aber ja, gut, kann man nichts dran machen. Kleine Sache, die ich ganz spannend fand. Und wie gesagt, ihr dürft mir auch immer widersprechen, wenn ihr irgendwas besser wisst als ich, weil ich eben zugeben muss, ich habe jetzt auch nicht die Zeit, irgendwie diese Bücher immer wieder zu lesen und die Serie immer wieder zu gucken, vor allem, weil ich es bei Game of Thrones auch nicht will, nachdem wie das alles ausgegangen ist, das jetzt andauernd wieder zu gucken. Aber ich meine, dass hier ein direkter Widerspruch zu Staffel 7 von Game of Thrones drin war, weil nämlich dann der Lord Stark erzählt, ey, eure Vorfahren standen hier an dieser Mauer, genau an diesem Aussichtspunkt. Und konnten dabei zusehen, wie ihre Drachen sich nicht getraut haben, über die Mauer drüber zu fliegen. So, und das ist halt ein direkter Widerspruch zu Staffel 7, wo ja die Drachen einfach so völlig, ja, da, wir wollen in den Norden, da fliegen wir jetzt hin, waren. Obwohl ja die Bedrohung ganz eindeutig auch wieder da war, vor der sie sich gefürchtet haben. Ja, fand ich witzig zu lesen, zu sehen. Und dann wurde so ein Kernthema dieser Folge, aber auch ein Kernthema von Game of Thrones wieder aufgegriffen, nämlich Duty, die Pflicht. Und es wurde eben gesagt, ey, hier zu wachen ist unsere Pflicht. Und deswegen kann Lord Stark eben auch nicht seine stärksten Männer schicken, wegen dieser Bedrohung, die da lauert, sondern er kann ihnen halt nur die Graubärte schicken, die alten Veteranen, die auch hier nicht mehr sich den Arsch abfrieren wollen, die erfahrene Kämpfer sind, aber eben alt und die kann er halt schicken, weil es ist ja die Pflicht von ihnen, dort zu wachen und das Reich zu beschützen. Und ja, das fand ich cool. Wie gesagt, ich habe nach wie vor ein bisschen ein Problem damit, dass diese ganze Prophezeiung und der Prince who was promised und auch diese Gefahr aus dem Norden, dass das halt in House of the Dragon nach wie vor so in den Fokus gerückt wird, weil Game of Thrones eben so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und wir alle wissen, die Bedrohung, die da kam, wurde ziemlich easy peasy abgewehrt, so letztendlich. Und dass das alles nicht besonders sinnvoll und gut geendet ist. Und da werde ich halt persönlich, aber es ist so ein persönliches Ding von mir, immer wieder daran erinnert. Und ich wünschte mir, sie würden sich einfach nur auf die Targaryens konzentrieren und das nicht immer wieder in den Fokus rücken. Aber trotzdem hat mir die Szene gefallen. Und auch gut fand ich, dass das dann schön thematisch gleich in die zweite Szene übergeführt hat, in welchem wir einen Konflikt zwischen Daemon und Rhaenys sehen, weil er sich darüber beschwert, dass Rhaenyra sich seit Tagen in ihrem Zimmer eingegraben hat oder an der Küste steht und dass sie halt trauert und dass sie dadurch seiner Ansicht nach ihre Pflicht vernachlässigt. Und er will eben mit Rhaenys jetzt nach King's Landing fliegen und will dort Aemond und Rhaegar töten und sagen, hey, ein Sohn für einen Sohn. Da wird der Folgentitel das erste Mal erwähnt. Und ja, er sieht es eben so, dass dadurch, dass sie in diese Schockstarre verfallen ist, dass sie dadurch ihre Pflicht vernachlässigt und dass sie sich verwundbar macht. Während Rhaenys halt wiederum einerseits sagt, ey, als Laena gestorben ist und ich diese Botschaft mit einem Raben bekommen habe,
Da habe ich nur getrauert und getrauert und ich konnte es nicht glauben, bis ich wirklich ihre Leiche gesehen habe. Und erst ab diesem Moment konnte ich wieder handlungsfähig werden. Und dass sie aber auch es so interpretiert, dass sie sagt, das, was Rhaenyra macht, ist schlau, dass sie sich da erstmal rauszieht, weil sie dann nicht, wie Daemon das will, aus Rachsucht und Zorn heraus reagiert, sondern wenn sie das verarbeitet hat, wieder als eine rationale Königin agieren kann. Das findet sie halt sehr schlau. Und das war eben auch wieder gut aufgebaut, weil sich das eben, dieses Schlaue, schlagartig ändert in dem Moment, wo Rhaenyra dann halt wirklich den Drachenflügel und die Leiche von Lucerys findet. Und das eben bei ihr nicht auslöst, dass sie jetzt handlungsfähig und besonnen agieren kann wieder, sondern dass jetzt ab diesem Zeitpunkt jegliche Moral und jegliche Zurückhaltung und Taktik aus dem Weg geschafft sind. Das wird dann später in einer sehr coolen Szene etabliert. Und dass ab jetzt die Blacks eben auch zu Attentaten, zu Intrigen und so weiter greifen, um Rache zu üben. Nicht um den Thron für sich zu beanspruchen, sondern um Rache zu üben. Ab diesem Moment geht es Rhaenyra nur noch um Rache und das ist halt ein spannender Gegenschnitt zu Alicent, die in dieser Folge noch, und das hat sich ja auch in der ersten Staffel durchgezogen, die zwar den Thron für ihren Sohn möchte und für ihr Haus und intrigiert hat, um ihn zu bekommen, aber die trotzdem in ihrer Sicht und in ihrem Handeln noch um eine gewisse Moral, in Anführungszeichen, bemüht ist, ja? Das ist in ganz großen Anführungszeichen, und das sind halt diese Grauzonen, die so schön sind bei dieser ganzen Game of Thrones Sache und zumindest den ersten Seasons damals und auch House of Dragon Staffel 1. Ja, Rhaenyra hat viel Scheiße gemacht und sie hat den Thron usurped, obwohl sie wusste, dass das nicht Viserys Wunsch ist und so weiter. Und das, obwohl sie sich mit Rhaenyra eigentlich vermeintlich ausgesöhnt hatte und so weiter. Sie ist schlussendlich die Urheberin dieses Krieges, ne? Mit ihrer Lüge, Missinterpretation, wie auch immer man es nehmen möchte. Und trotzdem ist sie in ihrem Moralverständnis darum bemüht, dass es nicht ausartet und nicht zu Mord und Totschlag gegen ihre ehemalige beste Freundin wird. Ja. Ich fand hier auch eine ganz spannende Randbemerkung, die auch nicht ganz unwichtig sein wird, dass halt Daemon ist so auf Blut aus, dass er dann Rhaenys sagt, ey, das ist ein Befehl, du kommst jetzt mit mir nach King's Landing und wir greifen da jetzt an. Und ja, eben auch völlig ignoriert, dass sie erschöpft ist, weil sie halt diese Blockade der Schiffe bewachen soll und Meilen fliegt und ihr Drache auch erschöpft ist. Und sie sagt halt zu ihm, tja, wärst du doch nur der König, dann könntest du es mir befehlen und geht einfach und verweigert den Befehl. Und das wird halt sicherlich noch wichtig, weil ja Daemon sich quasi Rhaenyra untergeordnet hat in dieser Beziehung und ihr Loyalität geschworen hat. Aber dadurch natürlich auch eingebüßt hat, dass er einfach Befehle geben kann. Und ja, er handelt seinerseits sehr unbesonnen und irrational, was er ja schon immer war. Also bei Daemon ist das jetzt ja nichts wirklich Neues, ja, dass er so ist, aber jetzt natürlich mit diesem Hass, der ihn da noch treibt, natürlich noch mal mehr. Und ja, er verbringt quasi die ganze Folge damit, allen vorzuwerfen, dass sie Aegon nicht getötet haben. Ich sag, bei Rhaenys verstehe ich das sogar, weil, wie gesagt, das habe ich ja damals in Folge 9 auch gesagt, dass ich das schon sehr. Also, es gab für mich keine greifbare und nachvollziehbare Erklärung, warum Rhaenys in dem Moment, wo sie mit ihrem Drachen vor ihm war und dieses ganze Thronding beenden kann, halt entscheidet einfach wegzufliegen. Gab auch da Erklärungsansätze, aber es war irgendwie immer so ein, wäre schön, wenn sie das ein bisschen mehr gezeigt hätten. Aber ja, er wirft es halt nicht nur ihr vor, sondern auch Eric, ja, der ja sogar die Seiten gewechselt hat, der seinen Bruder quasi und sein Treueschwur als Kings bzw. Queensguard im Stich gelassen hat, weil er das Richtige tun wollte und zu Rhaenyra wechseln. Sogar dem wirft er vor, ey, du hättest Aegon auch töten können. Warum hast du es nicht gemacht? Und er sagt, ey, mein Bruder und ich, wir waren in der Kingsguard, seit wir 8 und 10 waren. Ja, und du erwartest von uns, dass wir so on the spot in dem Moment, wo was Falsches passiert, unseren Schwur verraten
und quasi dazuschlagen. Also viel mehr als das, was ich getan habe, kannst du doch gar nicht von mir erwarten. Also fand ich auch eine coole Szene. Und ja, man merkt eben, dass auch Damon jegliches taktisches Denken verloren hat. Und dass beide nicht gerade, also Rhaenyra und er beide gerade nicht besonders durchdacht handeln. Und ja, und das war eben dieses Duty-Thema und dieses Herrscher-Thema war das eine. Und das andere war halt Trauerbewältigung, die wir dann jetzt ab nächster Folge auch bei Alicent und Helena und so weiter sehen werden. Ich fand die Szene sehr, sehr stark, war meine Lieblingsszene oder meine zwei Lieblingsszenen in der Folge, war dann wirklich später die Szene, wo Jacaerys versucht, seiner Mutter Rhaenyra Bericht abzulegen, welche Lords zu welchen Bedingungen sich ihrem Kurs anschließen werden, aber man schon sieht, wie die Lippe bibbert, wie Tränen in den Augen aufsteigen und wie er halt irgendwie versucht, erneut seine Pflicht zu erfüllen, in dem Moment nicht zu trauern, sondern seiner Mutter, der Königin, Bericht abzulegen und sie dann aber zu ihm hingeht und ihn einfach umarmt und ihm erlaubt, diese Emotionen zuzulassen und quasi diese Trauer zuzulassen und diese Pflicht mal kurz abzulegen und zur Seite zu legen, weil sie selbst eben gerade nur von Trauer geleitet ist. Das fand ich sehr, sehr gut. Gefolgt dann von der Szene, wo Alicent halt das Ritual, was Rhaenyra und sie immer gemacht haben als Kinder, mit den Kerzen, die sie für die Verstorbenen angezündet haben und deren Namen zu nennen, dass sie das durchführt und eben, ja, weil sie immer noch Liebe für Rhaenyra empfindet, weil sie immer noch Zuneigung zu ihr empfindet, weil diese Freundschaft, die sie damals hatten, immer noch ihr was bedeutet und weil sie weiß, was für ein Schmerz das für Rhaenyra sein muss, ihren Sohn verloren zu haben, zündet sie auch für Lucerys eine Kerze an, Lucerys Velaryon, und flechtet den quasi in ihre Gebete mit ein. Und das wird gegengeschnitten mit der Szene, wie Lucerys beigesetzt wird mit einer Feuerbestattung und quasi seine Habseligkeiten und so weiter verbrannt werden und alle Abschied nehmen. Und das war schön gegengeschnitten, weil es zum einen diese Feuerthematik genommen hat, weil bei beiden Trauer über etwas vorhanden war, aber eben auch völlig gegensätzlich. Alicent, die hofft wahrscheinlich trotz allem irgendwie noch, dass es eine friedliche Lösung gibt, dass Rhaenyra überzeugt werden kann, zwar, oder was heißt friedlich, aber dass dieser Krieg am Ende dazu führen wird, dass sie gewinnen und dass Rhaenyra das Knie beugt und aber leben darf. Und die irgendwo tief in sich drin hofft, dass ja, Frieden herrschen kann irgendwann. Und Rhaenyra, die quasi sprichwörtlich mit der Beisetzung ihres Sohnes jeglichen Anstand verbrennt oder zumindest droht zu verbrennen, ja, weil ab diesem Moment sie halt wirklich sagt, ey, ich will einfach nur noch Rache, ich will Aemon Targaryen. Also das war eine sehr schöne Doppeldeutigkeit und schön gegengeschnitten und schön gefilmt. Und ja, generell mochte ich diese interessante Thematik, die man hier aufbaut, dass beide Herrscher bzw. Herrscherinnen der gegensätzlichen Parteien aus unterschiedlichen Gründen keine guten Anführer gerade sind für das Reich und Anführerin sind. Ne? Aegon einfach aus Unerfahrenheit und Unbedarftheit heraus, dass er halt ja irgendwie ja schon immer ein Trunkenbold war, ein Tu-nicht-gut, der sich nicht geschert hat um die Pflichten eines Königs, der sehr impulsgesteuert ist, der auch noch jung ist. Und ja, der halt, von dem wir in dieser Folge sehen, er sucht seinen Bruder Jacaerys, weil der am Rat teilnehmen soll. Und ignoriert dabei Helena völlig, die halt sagt, ey, der lernt hier gerade was oder was es war in der Bibliothek und das darf nicht gestört werden. Und ignoriert das einfach völlig, holt ihn da raus. Er ist beim Rat nicht besonders souverän, weil er halt da auch so ein bisschen diese impulsive Seite zeigt. Und ja, völlig und halt wenig Geduld und Umsicht zeigt. Wir haben dann auch später diese Szene, wo er das erste Mal die Petition, die Gesuche des Volkes annehmen muss und halt wirklich, ja, dann kommt halt ein Schafshirte und sagt, ey, mir wurden 10 Schafe abgenommen. Eigentlich will er, glaube ich, nur um eine Kompensation bitten oder so.
Und Aegon sagt dann, ja, das ist nicht fair, du kriegst alle 10 Schafe zurück, weil er halt ein ja, edelmütiger Herrscher sein will, wie er auch angekündigt wird, als Aegon der Edelmütige. Und ja, ihm dann Otto Hightower halt sagt, ey, wir haben den und den und den Lords versprochen, dass wir sie versorgen, wir müssen die Drachen versorgen, wir können nicht einfach die Schafe zurückgeben, weil wenn wir es bei dem tun, dann stehen hier bald 100 Schafhirte und wollen alle ihre Schafe zurückhaben. So, und Aegon halt so völlig unbedarft auch sagt, ja, das wird ja keiner erfahren, jetzt habe ich es schon gesagt, und halt, ja, Otto Hightower halt sagt, ey, das Wort des Königs ist so laut, wenn es ausgesprochen wird, dann hört das jeder. Und ja, es wurde halt gezeigt, Aegon ist kein guter Herrscher, auch wenn er durchaus hier und da auch einen Moment des Verständnisses hat, zum Beispiel mit dem Schmied wiederum, wo er halt sagt, ja, ey, das ist alles teurer geworden und die brauchen das Geld im Voraus, weil sonst können sie die Scorpions nicht bauen und so weiter. Und dass er da halt sagt, ey, ohne dass die kleinen Leute können wir unseren Krieg nicht führen. Ne? Und da auch unbedarft, ist aber so ein bisschen Verständnis zeigt, aber trotzdem erinnert er insgesamt schon sehr an Joffrey. Ohne dieses komplett Verrückte und Brutale, ne, das muss man auch dazu sagen. Ja, er hat, glaube ich, in Staffel 1 hat er, glaube ich, auch schon mal irgendwen geohrfeigt oder so, ne, irgendwie, glaube ich, Helena oder so war es vielleicht sogar. Und also er hat diese brutale Seite, aber halt bei weitem nicht so dieses, haha, ich quäle Leute aus Spaß. Also, wenn ich mich nicht falsch erinnere, es ist 2 Jahre her, die erste Staffel, ne, und nicht dieses komplett Brutale und Verrückte wie Joffrey. Aber diese Ansätze zur Erniedrigung und dieses Impulsgesteuerte, die sind halt total, sind eine totale Parallele. Ne, also auch, dass halt der Master of Coin sich daran stört, dass Jacerys die ganze Zeit seinen Voting-Ball da wegnimmt. Und ja, dann ist halt Aegons Reaktion mitten im Small Council, während gerade beraten wird, wie sie die Blockade der Schiffe brechen, wie sie vorgehen sollten, wen sie auf ihre Seite ziehen, ist es ihm dann wichtig, dass der Master of Coin jetzt dann das Pferd für Jacerys spielen soll und mit ihm durch den Saal reiten, um ihn halt zu erniedrigen letztendlich. Und ja, da wird eben gezeigt, dass das kein guter Herrscher ist. Auch wenn er eben, wie gesagt, hier und da seine Momente hat, weil zum Beispiel man eben auch merkt, dass er zum Beispiel Aemond sehr, sehr schätzt und auch seinen jüngeren Bruder sehr, sehr schätzt und da halt auch eine gewisse Loyalitätsstand jetzt da ist. Also ja, aber insgesamt eben kein besonders stabiler Herrscher für das Reich. Und auf der anderen Seite haben wir Rhaenyra, die eben jetzt im Moment keine gute Herrscherin ist, weil sie im Moment rein von Verletztheit und Rachsucht geleitet wird. Und ja, da gibt es dann später eben auch diese sehr, sehr coole Szene, wo sie in den Thronsaal kommt, in Dragonstone oder den Ratssaal. Auch sehr cool gefilmt mit so einem Longshot, der ihr ein bisschen filmt. Und sie dann eben auf Daemon trifft, der sie fragt, ey, hast du gefunden, was du finden musstest? Und sie nickt und geht weiter, die Kamera folgt ihr, wir sehen, wie alle in Position gehen. Und als sie am Tisch ankommt, oder während sie dahin läuft, sagt Daemon, hey, ich kann sofort mal Riverrun aufbrechen, dieses, jenes. Rhaenys sagt, dass die Blockade bald intakt ist, dass King's Landing keine Ressourcen mehr bekommen wird und so weiter. Und sie ignoriert das alles komplett und sagt einfach nur, I want Aemond Targaryen mit einem hasserfüllten Blick, verletzten Blick und geht wieder und schlägt jegliche Taktik und jegliche Umsicht ab jetzt in den Wind und ja, bestätigt damit ein bisschen das, was eben die Gegenseite ja über sie sagt, dass sie halt eine Usurperin ist und dass sie ja, nicht an das Volk denken und was ihr eben alles vorgeworfen wird in der Vorgängerstaffel. Und ja, Rhaenyra ja auch durchaus in der Vergangenheit nicht immer durch Besonnenheit aufgefallen ist. Und ja, jetzt ist sie halt komplett auf Scheiß auf den Plan, Verletztheit, Rache, so. Und auch wirklich den Thron aus dieser verletzten Mutterrolle heraus komplett in den Wind schlägt im Moment. Also im Moment gerade wirklich beide keine guten Herrscher. So, damit haben wir ziemlich viel schon abgehakt, was in dieser Folge war, aber ich fand, das hat alles thematisch so schön zusammengepasst und man kann wirklich, finde ich, sagen, nach wie vor Alicent und Rhaenyra, auch wenn Rhaenyra in dieser Folge gar nicht so viel vorkam, aber trotzdem bleiben die irgendwo das Herz dieser Serie. Also diese Beziehung zwischen den beiden ehemaligen Freundinnen, die jetzt erbitterte Feindinnen werden,
Ist so eins der Herzstücke der Serie. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann hatten wir eine kurze Szene, wo Corlys ist es, glaube ich, ne? Corlys Velaryon, ein Schiff inspiziert, was, ja, was zurückgekehrt ist und jetzt repariert wird, und trifft dort auf den Mann, der ihn aus dem Meer gefischt hat, Aelin, damals, als er so schwer krank war. Und ja, Aelin sagt dann auch nochmal, it was only my duty. So, und das finde ich, also wirklich in allen drei ersten Szenen hatten wir Duty, Duty, Duty. Ja, also das wurde wirklich sehr betont, es geht um Duty, und es wurde zwar nicht erwähnt in dieser Folge, aber was da die ganze Zeit mitgesprochen hat, ist dieser geile Spruch, den Game of Thrones mal etabliert hat: Love is the death of duty. Also Liebe ist der Tod der Pflicht. Und das trifft hier halt auch wieder zu, weil letztendlich Rhaenyras Verhalten ja komplett aus der Liebe zu ihrem Sohn entsteht und entspringt und durch den Tod sich jetzt, dessen Tod sich jetzt in Hass ummünzt. Und ja, auch da trifft da dieses Love is the death of duty wieder zu. Also das fand ich cool gelöst. Hat mir gut gefallen. Und ja, auch Corlys trauert, weil er kriegt dann von Aelin eben etwas, das die Schmiede angefertigt haben. Ich habe es jetzt nicht erkannt, was es genau war. Was er aber jedenfalls für Lucerys hat anfertigen lassen. Ich glaube, es war das Hand-Symbol wahrscheinlich, ne? Und ja, dass er da eben jetzt auch trauern muss letztendlich. Ja, dann hatten wir eben die Szene mit Aegon, der seinen Bruder sucht. Und da war eine wichtige Szene auch noch, dass Helaena sagt, dass sie sich fürchtet. Und er sagt, hey, es gibt nichts zu befürchten, wir haben unsere eigenen Drachen, wir können uns verteidigen und so weiter. Und sie sagt, nee, nicht davor, nicht vor dem Krieg, sondern sie fürchtet sich vor den Ratten. Und Helaena hatte ja in Staffel 1 sehr diese Rolle, dass sie irgendwelche kryptischen Sachen sagt, in denen immer so ein bisschen Funke Wahrheit steckt, wo man sich auch immer gefragt hat, hat sie eventuell, weil sie auch immer so ein bisschen komisch wirkte und abwesend wirkte, hat sie vielleicht sogar irgendwelche seherischen Fähigkeiten, die sie aber nur so ausdrücken kann, war nie klar definiert, aber war halt immer so ein bisschen Thema. Und sie hat letzte Season, ich glaube, das war bei dem Fest, wo sich Viserys und so weiter, wo Viserys quasi die Familie aufgerufen hat, sich zu versöhnen, was ja auch fast geklappt hätte, ja, da hat sie auch schon irgendwas von den Ratten gesagt, die in den Gemäuern umherhuschen. Und alle waren so, hä, okay, was ist mit dir? Und jetzt hat sie halt wieder gesagt, sie fürchtet sich vor den Ratten. Und Aegon sagt halt wieder, ha, ist die Königin nicht wunderlich? Das wird aber in dieser Folge noch wichtig. Ja, dann sehen wir Alicent, die sich von Criston Cole, ich werde ihn weiterhin Criston Crout nennen, befriedigen lässt. Und ja, quasi, ja, diese sexuelle Beziehung, die nicht sein sollte, weiterführt. Und er sagt, wir werden im Council erwartet, und sie sagt ihm halt einmal mehr, dass sie das nicht mehr machen können, und am Ende der Folge sehen wir aber, dass sie wieder mit ihm Sex hat, und dass es auch quasi mittlerweile mehr oder weniger ein offenes Geheimnis ist, dass dem so ist. Und ja, wo man sich auch gut vorstellen kann, dass hier ihre Unfähigkeit, das zu lassen, und ja, dass sie da sicherlich in dieser sexuellen Beziehung auch irgendwo Zuflucht sucht und irgendwo Emotionsbewältigung sucht, aber dass ihr das natürlich auch wiederum wahrscheinlich im Verlauf der Season noch in den Arsch beißen kann, und das jetzt nicht im sexuellen Sinne. ja, das wurde kurz etabliert, dass das also immer noch Thema ist, das Ganze. Und dann ging es eben zum Rat, und hier war quasi das Kernthema einmal Aegons Unfähigkeit und Ungeduld zu zeigen, aber auch aufzubauen, dass Alicent sich von ihren Söhnen, aber auch von ihrem Vater Otto Hightower untergraben fühlt, weil zum Beispiel Aemon zum Rat geholt wird und sie halt einen Groll gegen ihn hegt, weil er den Krieg gestartet hat, aus ihrer Sicht. Und da fand ich aber später, gab es auch eine coole Szene zwischen ihm und Criston, wo er halt sagt, ja, meine Mutter grollt mir immer noch, sie denkt, dass ich diesen Krieg gestartet hat, aber sie war die, die den Thron usurped hat. Sie war die, die intrigiert hat. Ja, sie war die, die das alles losgestartet hat. Und in Aemons Sicht
hat er quasi nur den ersten Schlag geleitet, aber da, dass es auf Krieg hinauslaufen würde, war aus seiner Sicht ab dem Moment, wo Alicent quasi das gemacht hat, klar, dass es blutig werden wird. Und er hat nur den ersten Schlag geleitet. Ich bin gespannt, ob wir hier noch ein bisschen mehr Einblick in seine Gedankenwelt bekommen, weil am Ende von Staffel 1 sah es ja schon so aus, als wollte er, na, also das war halt schon sehr gefilmt, dass er in dem Moment, wo der Drache Lucerys und seinen Drachen durchgebissen hat, da sah er schon geschockt aus. Also sah er nicht aus wie, haha, geil, Rache genommen, sondern das wirkte sehr wie ein, eben auch, das sind ja eigentlich alles Teenager im Original, ne? Wie ein Teenager, der eigentlich dem Jungen, der ihm das Auge genommen hat, einfach nur ein bisschen Angst einjagen wollte und ihn einschüchtern wollte. Ja, und dann seinen Drachen nicht unter Kontrolle hat und ihn dann am Ende getötet hat und ihm auch klar war, ja, scheiße, ich habe jetzt das Morden gestartet. Und jetzt spielt er es sehr kalt als, ey, sie grollt mir, aber letztendlich habe ich nur das fortgeführt, was sie angefangen hat und so weiter. Bin ich gespannt, ob wir da noch in irgendeiner Form mehr Einblick bekommen werden. Ja, und dann wurde eben in diesem Rat auch noch die Situation aufgebaut oder diese drohende, lauernde Gefahr aufgebaut, dass Aemond halt gegenüber Aegon aus Aegons Sicht komplett loyal ist und dass er, wenn Aegon ihm das sagt, jederzeit mit dem Drachen ausfliegen und angreifen wird auf Befehl. Und Aegon ist ja sehr versessen auf, ey, wir sollten da einfach hinfliegen und die Flotte abfackeln. Und wenn wir schon dabei sind, fliegen wir noch zu den Leuten in River Run, war es glaube ich auch hier, und sagen denen, ey, entweder beugt ihr das Knie oder wir fackeln euch alle ab. So, wo ihm gesagt wird, ey, ne, erstens, ihr könnt nicht riskieren, einfach dahin zu fliegen und euer Leben und das der Drachen zu riskieren. Wir müssen jetzt besonnen handeln, es werden sich viele anschließen und so weiter. Aber Aegon ist ja auf Krieg aus und Aemond, das wird in dieser Szene mit Kristen später auch klargestellt, ist auch sehr ungeduldig und führt sogar mit Kristen schon eigene Pläne durch, wie sie fliegen könnten und wie sie halt die kleineren Schlösser mit Gewaltandrohung zumindest auf ihre Seite ziehen könnten. Und das ist natürlich so eine drohende Gefahr im Hintergrund, dass da irgendwann die Kontrolle eben nicht mehr gewahrt wird. Und ab nächster Folge halt auch die Frage, ob Alicent überhaupt Interesse daran hat, den Frieden zu wahren, jetzt noch, ne? Oder einen Frieden zu erreichen. Frieden zu wahren ist ja der falsche Begriff im Prinzip. Ja, und die Szene im Rat hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Ich merke, dass ich gerade in diese Intrigen und die Kriegsschauplätze und so weiter noch nicht wieder so investiert bin. Ich glaube, das liegt aber eben auch an der zweijährigen Pause. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, ich konnte mich an die Charaktere halt alle erinnern und auch an das, was die so an Storylines hatten, grob in der ersten Season, mal mehr oder weniger grob, mal auch detaillierter. Aber mir ist aufgefallen, ich habe unfassbar viele Namen vergessen. Und viele wurden genannt, aber auch einige nicht. Und ich musste bei ein, zwei Leuten jetzt wirklich nachgucken, wie hießen die denn nochmal überhaupt? Und ja, ich finde, da hat die Folge in dem Belang nicht so den perfekten Job gemacht, einen wieder reinzuholen, was das angeht. Aber ich glaube, das ist halt ein Grund, dass das jetzt eben lange Pause war und dass ich so ein bisschen raus war aus dem Ganzen und halt bei weitem nicht so wie bei Game of Thrones in seiner Hochzeit jegliche Charakterverbindung und so weiter und jeden Charakter in- und auswendig konnte. Das wird der eine Grund sein. Und ich habe halt das Gefühl, wo wir in Staffel 1 noch was gesehen haben, was wir von Game of Thrones noch nicht bekommen hatten, nämlich diese Alicent-Rhaenyra Beziehung, die ganz zentral über mehrere Jahrzehnte hinweg quasi, über mehrere Jahre hinweg den Kern dieser Handlung ausgemacht hat, wie das immer weiter eskaliert, wie sie eigentlich Frieden wahren wollen und Freundinnen sein wollen, aber auf gegenseitigen Positionen stehen und das Innenleben der Targaryens, das haben wir halt so nicht gesehen, logischerweise, weil es in Game of Thrones halt nicht mehr viele Targaryens gibt. Und jetzt hatte ich das Gefühl, okay, jetzt sind wir sehr bei Game of Thrones in den ersten Staffeln wieder,
Was keineswegs schlecht ist, ne? Ich fand das hier sehr, sehr gut geschrieben und inszeniert. Aber gerade dieses Ganze mit Aegon, da sah ich da und dachte so, das habe ich gefühlt alles schon mal gesehen. Und das ist jetzt an sich gar kein Vorwurf, weil natürlich gibt es, wie in der Menschheitsgeschichte ja auch, diese wiederkehrenden Sachen. Es wird immer wieder gute Anführer, schlechte Anführer geben und so weiter. Es gab in der Geschichte etliche Kindskönige, die eigentlich gar nicht an der Macht waren und so weiter und so fort, ja. Aber das kam mir vielleicht hier einfach ein Ticken zu vertraut vor. Und gepaart mit der langen Pause hatte ich ein bisschen Probleme reinzukommen. Also ich glaube, so richtig in der Folge drin war ich eigentlich wirklich erst ab dieser Rhaenyra, Jacerys und dann dieser Feuerszene, die ich vorhin beschrieben habe. Bis dahin fiel es mir ein bisschen schwer reinzukommen, aber trotzdem hat diese Szene hier viel bewirkt. Wie gesagt, die Unfähigkeit von Aegon aufgezeigt. Otto Hightower, der quasi versucht, alles zu managen und irgendwie auf allen Seiten auch so ein bisschen zu beschwichtigen, ne, weil er sowohl Aegon mäßigt und sagt, hey, wir sollten Ruhe bewahren und so weiter, aber auch Alicent versucht zu mäßigen, als sie gegen Aemond halt offen austeilt, als der in den Rat reinkommt. Das hat eben gezeigt, dass Alicent eben auf Aemond sehr, sehr sauer ist im Moment und aber auch gezeigt trotzdem, wie schlau Alicent ist. Das hat man nochmal in die Erinnerung gerufen, dass sie halt auch sehr, sehr schlau ist und durchaus was zu sagen hat in diesen ganzen Sachen oder zu sagen haben sollte, auch wenn sie ihre menschlichen Schwächen hat, definitiv. Die wurden in Staffel 1 deutlich beleuchtet. Aber hier gab es halt diese Szene, wie Aegon dann eben den Master of Coin rumschubsen will. Und sie sagt dann, Your Grace, there are important matters to discuss, despite Sir Tynans Interruptions. Also sie lenkt dann den Fokus des Small Councils wieder auf den Krieg und das, was sie eigentlich besprechen sollten, und bringt halt ihren Sohn dazu, sich wieder den Wichtigen zu widmen. Aber gleichzeitig schuldigt sie den König nicht vor dem Small Council an, sondern dreht es halt auf Unterbrechungen durch Sir Tylen, obwohl eigentlich Jacerys das, Jacerys? Jacerys ist Rhaenyras Sohn. Jaehaerys war es, Jaehaerys, die Unterbrechung herbeigeführt hat und halt Aegon selber und dessen Schuld war es. Ich muss sagen, es wurde dann später ein bisschen die Story aufgebaut, dass Alicent sich von Otto Hightower untergraben fühlt, von ihrem Vater. Das empfand ich halt in dieser Szene gar nicht so. Also ich hatte eher das Gefühl, er mäßigt halt alle. Also eigentlich versucht er, die besonnene Stimme zu sein, die alle Targaryens im Raum und alle Masters auf eine Seite bringt, um sich den wichtigen Sachen zu widmen. Also ich fand gar nicht, dass er sie hier so krass untergraben hat. Also da hätte, finde ich, schon was Dolleres passieren können für die Szene später. Wobei man ja sagen muss, diese Spannung zwischen ihrem Vater und ihr ist ja schon in der ersten Staffel aufgebaut worden. Von daher war das schon okay so. Ja. Dann bekommen wir eine kurze Szene mit Alicent und Lord Larys Strong, der halt sagt, er hat diejenigen ausfindig gemacht, die Alicents Vertrauen verraten haben. Und ja, er hat es dann formuliert, sie atmen nicht mehr dieselbe Luft wie wir. Auf die Frage, was mit ihm passiert ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin der Meinung, da könnt ihr mir gerne weiterhelfen, dass wir in Staffel 1 gesehen haben, dass er die irgendwo irgendwie alle eingesperrt hat, ne? Und dass da irgendwie sowas war. Ach nee, und er hat sie dann alle, irgendwie hat er sie dann verbrannt, um das von Harrenhal da irgendwie darzustellen. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber jedenfalls hat er nicht gesagt, sie sind tot, sondern sie atmen nicht mehr dieselbe Luft wie wir. Und dass er halt ihren Staff, ihre Untergebenen komplett neu besetzt hat und dass er sie alle persönlich ausgewählt hat, was ihr halt gar nicht so recht ist. Das hat man in der Szene danach eben gezeigt, weil nämlich sie direkt diese erste Szene auch wieder genutzt haben, um halt zu etablieren nochmal und zu erinnern, wie creepy Lord Larys Strong ist. Ne? Sehr, sehr schlauer, intriganter Typ, aber eben auch sehr creepy, weil er halt direkt sagt, ey, ich hab euch vorhin gesucht, aber eure Kammerzofe hat mir gesagt, dass ihr indisposed war und wirft ihr halt so einen Blick zu, der gesagt hat, ja, ich weiß, dass ihr in dem Moment mit Kristen im Bett wart oder beschäftigt wart, so. Und ja, er hatte ja auch schon in Staffel 1 diese Szene mit dem Fuß und so weiter und so fort. Und ja, er ist halt sehr, sehr creepy. Und man hat halt auch wirklich gesehen,
dass sie sich unwohl fühlt, damit dass alle, die jetzt für sie arbeiten, von ihm ausgewählt wurden, weil sie ja dann auch ein Bad nimmt und dann die Handmaidens, die sie waschen und so weiter, wegschickt und sich selber wäscht und auch ein bisschen zittern und so weiter. Was, glaube ich, zwei Sachen aussagen sollten. Einmal, dass sie sich halt vor Lord Larys Strong ekelt und ihr nicht wohl dabei ist, dass seine ausgewählten Personen sich um sie kümmern, wenn sie da nackt und verwundbar ist. Aber man kann es auch interpretieren als, sie braucht ihn, sie schuldet ihm auch was, aber sie vertraut ihm nicht zu 100%. Was, glaube ich, sehr schlau ist, das nicht zu tun. Ja, also war eine funktionierende kleine Szene. Ja, dann hat Rhaenyra die Überbleibsel von Lucerys gefunden, hat Emma Darcy auch gut dargestellt, den Schmerz. Ja, dann hatten wir die Council-Szene. Was meine ich damit? Ich habe vergessen, was ich damit meine, aber egal. Dadurch, dass ich sie schon erwähnt, dass ich nur Council-Szene geschrieben habe, denke ich mal, habe ich das vorhin schon besprochen. Und ja, genau, dann sehen wir Larys Strong, der Aegon abfängt und ihm sagt, hey, super, machst du deinen Job und so weiter und so fort. Und ihn halt rauszieht und ihn mit ihm sprechen möchte. Und er beginnt halt auch hier wieder zu intrigieren. Und jetzt wird es halt spannend. Weil er arbeitet ja für Alicent im Prinzip, aber es wird ja sehr eindeutig gemacht, dass er seine eigenen Pläne verfolgt. Und er intrigiert jetzt aber gegen Otto Hightower. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum macht er das jetzt? Also macht er das, um Alicent Richtung Hand of the King zu bringen? Macht er das, um die Hightowers zu schwächen, also auch sie und sich selber über Alicent an diese Position als Hand of the King zu bringen? Das ist halt sehr, sehr spannend, was er vorhat. Und ja, Larys ist halt der Littlefinger-Charakter dieser Serie. Und das funktioniert auch. Und ja, er sagt halt, ne, ihr wisst sicher, werter König, dass Viserys halt nachgesagt wird, dass er leicht beeinflussbar war, dass im Prinzip Otto Hightower eigentlich die Stimme der Krone war und so weiter. Und ihr wollt ja sicherlich nicht, dass das eines Tages über euch gesagt wird. Und Aegon sagt halt, ja, aber wie soll ich das anstellen, dass das nicht passiert? Und dann sagt Larys Strong nur, Otto Hightower was your father's hand, your grace. Also er sagt ihm, ey, Otto Hightower war die Hand des vorherigen Königs. Deswegen muss er ja nicht automatisch eure Hand sein. Und ja, fängt an, dort Zweifel und Missgunst zu säen und ja, Aegon zu beeinflussen. Und ich denke mal, er will darauf hinaus, dass er selber Hand wird, letztendlich. Und ja, dann hatten wir das Gespräch zwischen Alicent und Otto Hightower. Die mag ich immer sehr gerne. Die fand ich schon in Staffel 1 immer sehr, sehr stark. Und ja, weil da irgendwie immer dieses mitschwingt, dass sie beide unterschiedliche Vorstellungen haben, wie dieser Krieg und dieser Konflikt angegangen werden sollten. Dass Otto Hightower dieser ganz stur berechnende Mann ist, während Alicent halt schon noch sich von Gefühlen leiten lässt. Ne? Sowohl von Wut auf Aemon zum Beispiel, aber auch von eben ihrer freundschaftlichen Liebe zu Rhaenyra. Und vielleicht auch Schuldgefühlen, weil sie halt letztendlich weiß, ne, wie Viserys gedacht hat. Und ja, das war halt, mochte ich immer sehr gerne. Und ja, sie spricht dann eben an, dass sie sich von ihm untergraben fühlt und dass sie halt ihre Ziele gleichstellen müssen letztendlich. Und ja, dass sie sich mal darüber abstimmen sollten, was ihre Siege sind. Und er sagt, das ist eine gute Idee. Und was ist denn dein Ziel? Und sie sagt, ihr Ziel ist der Sieg. Und sie soll definieren, was der Sieg für sie denn ist, und sie sagt, ja, dass Aegon der unangefochtene Thronerbe ist, dass Rhaenyra das Knie beugt, also wieder nicht tot ist, sondern das Knie beugt, und dass eben ihr Sohn und ihr Targaryen Hightower-Konglomerat in Frieden regieren kann. Und ja, sie sagt dann eben zu ihm, hey, und er äußert halt auch Frustration mit ihrem Verhalten und so weiter, also gefühlt ein sehr offenes Gespräch und sie sagt dann aber zu ihm, hey, meine Söhne sehen dich als großes Vorbild. Du warst die Hand für drei Könige und
Dann sagt sie zu ihm, if you undermine my voice, both of these boys will grow deaf to it. So, ne? Also, wenn du meine Stimme untergräbst, dann werden die beide irgendwann nicht mehr auf mich hören. Und das war immer auch letztendlich so ein Mittel der Macht für sie, dass sie halt diese Jungs unter Kontrolle hat. Und ja, er setzt sich dann hin und sagt halt auch ganz offen, I haven't seen it this way. Ne, und er hat halt nur seine Frustration mit ihrem Verhalten gesehen und jetzt versteht er es halt ein bisschen besser und sagt halt aber auch zu ihr, you must accept that the path to victory is now one of violence. Und sie antwortet aber nochmal, wie gesagt, es war halt die große Handlung bisher, dass sie sagt, ja, aber deshalb muss dieser Weg nicht unmoralisch sein. Er wird gewaltvoll sein, aber er muss nicht unnötig unmoralisch sein. Und spannendes, nettes Detail ist, dass Otto nicht zustimmt oder so, sondern er sagt nur no. Also ist eine Bestätigung, ja, es muss kein unmoralischer Weg sein, aber es ist keinesfalls ein, ja, stimme ich total zu, wir sollten versuchen, das möglichst moralisch zu schaffen und so weiter, sondern er sagt halt nur no. So, fand ich ganz spannend. Ja, dann kommt der White Worm auf Dragonstone an und sie muss sich Daemons Wut stellen, wird auch eingesperrt von ihm. Und der macht dann aber später mit ihr trotzdem einen Deal, damit er halt quasi in die Stadt gelangt und ja, dort Kontakte hat, mit denen er arbeiten kann, um Aemon Targaryen zu töten. Und ja, der Quick Travel ist wieder da. Das Zeitgefühl, ich hoffe, dass wir nicht wieder dieses wirre Zeitgefühl bekommen, was wir in den letzten Game of Thrones Staffeln hatten. Ich finde, es hat Staffel 1 sogar ganz gut gemacht, einem so ein Zeitgefühl zu geben, wie viel Zeit wann vergangen ist. Hier war es jetzt wieder so, wupp, und da ist er. Auch wenn Dragonstone und King's Landing ja nicht so weit auseinander liegen. Aber ich würde auch annehmen, wenn er da heimlich agiert, würde er auch nicht mit dem Drachen hingeflogen sein. Ja, nur eine Kleinigkeit an dieser Stelle. Und ja, wir hatten zwischendurch noch die Council-Scene von Rhaenyra, wie gesagt, mit diesem coolen Tracking-Shot, und wie gesagt, I want Aemon Targaryen. Und ja, dann kamen halt diese zwei Szenen, die ich genannt habe vorhin mit Jacerys und Rhaenyras Trauer und der Feuerszene. Und ja, dann sehen wir, was der Plan ist und dass jetzt wirklich die Leute rund um Rhaenyra halt auch zu unmoralischen Mitteln greifen und zu ja, wenig ehrenvollen Mitteln, weil Aemon soll halt umgebracht werden. Und ich glaube auch nicht, dass das hier ein Alleingang von Daemon war, sondern dass das halt mit Rhaenyra abgesprochen war so. Weil er, also Daemon bezahlt dann einen Ratcatcher, also einen Rattenfänger, die sich also offenbar, haben wir jetzt gelernt, frei durch die Kanalisation und die Gänge, aber auch den Ratkeep selbst bewegen dürfen, um dort eben Ratten zu fangen, letztendlich, und Rattenfallen aufzustellen. Und er bezahlt eben einen Ratcatcher, um einen ehemaligen Untergebenen von ihm ins Schloss zu bringen, damit der Aemon tötet. Und er zahlt ihm halt jede Menge Gold, nutzt eben auch aus, dass er eben von White Worm weiß, Miseria hieß sie, glaube ich, ne? Dass er weiß, der hat Schulden, weil er irgendwie einen illegalen Tierkampfring aufgebaut hat und so weiter und so fort. Und ja, die bewegen sich dann eben durch Maegors Rattenwege und gelangen so in das Schloss. Und ja, hier wurde jetzt eben dann das relevant, dass Helena jetzt schon mehrmals gesagt hat, sie fürchtet sich vor den Ratten. Ja, war ein ganz cooler Payoff dafür. Und ich muss aber sagen, ich fand dieses Ende der Folge ein bisschen konstruiert. Nicht von dem, was passiert ist, das fand ich völlig okay, aber man hat dann dieses, dass letztendlich der Falsche umgebracht wird, hat man halt irgendwie ein bisschen sich hinkonstruiert. Und das hätte man vermeiden können, glaube ich, wenn man einfach gewisse Sätze weggelassen hätte, weil Daemon beschreibt eigentlich sehr genau, wen sie umbringen wollen. Ne? Mir ist völlig klar, dass im Mittelalter die Bürgerlichen oft nicht mal wussten, wie ihre Herrscher aussahen. Ja, das ist mir völlig klar, völlig fein. Oder wie irgendwelche Königssöhne aussahen oder so. Aber er beschreibt letztendlich Aemon Targaryen, von dem ja auch sein ehemaliger Mitkämpfer wissen sollte, wie er aussieht, und sagt, er hat lange silberne Haare und nur ein Auge.
Also er beschreibt eigentlich relativ genau, wen sie töten sollen. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier irgendwas falsch verstanden habe oder falsch interpretiert habe, sagt mir das auch gerne. Dann will ich nicht ausschließen, ne? Gerade wenn ich auf Englisch gucke. Und ja, dann gehen die halt rein und dann kommen sie letztendlich zu Jaehaerys und seiner Schwester und bedrohen Helaena, damit die ihnen sagt, welcher davon der Junge ist, weil beide recht ähnlich aussehen. Und ich sage mal so, selbst wenn sie nicht die Hellsten sind, ist es halt komisch, dass sie dann nur noch im Kopf haben, a son for a son. Oder der Kopf eines Sohnes für den Kopf eines Sohnes. So. Und sie irgendwie nur im Kopf haben, ja, wir sollen einen Sohn töten von Aegon. Und das ist halt irgendwie weird. Weil mir fällt auch gerade auf, dass Jaehaerys der Sohn ist von Aegon, ne? Und ja, dann gehen sie halt dahin und das wirkt halt so ein bisschen konstruiert, weil und hätte man einfach nur, hätte Daemon einfach nur gesagt, ey, ja, bringt mir den Kopf des Königssohns oder so. Dann wäre alles fein. Dann wäre das völlig logisch, das so zu machen. Aber dadurch, dass er ausdefiniert hat, lange silberne Haare und nur ein Auge. So, aber vielleicht habe ich da auch irgendeinen Satz, will ich nicht ausschließen, dass ich irgendeinen Satz verpasst habe. Weil, aber er sagt ja so, ne, ist ein guter Kämpfer und so weiter und so fort. Also, gut, naja, und dann kommt eben, wollte man halt einfach so ein bisschen gezweckt Spannung aufbauen, finde ich, indem eben Helaena bedroht wird und sie halt fragt, hey, welcher von beiden ist es? Und ja, dann eben diese Spannung, nennt sie das richtige Kind oder nennt sie das falsche Kind letztendlich? Und das ist halt auch ein bisschen dumm, weil sie haben ja eine Möglichkeit, das rauszufinden. Die wird sogar gesagt in der Serie, ne? Er geht dahin, sagt, ja, welches Kind ist es denn jetzt? Sie sehen genau gleich aus. Und dann sagt ja der Ratcatcher noch, sogar noch, look for the cock. So, und ganz ehrlich, das ist so, ne, natürlich wäre das bei einer Serie in der Jetztzeit wäre das völlig komisch, aber in der Zeit, in der das hier spielt, scheren die sich um sowas nicht. Also die einfachste Möglichkeit, rauszufinden, ob sie da einen Jungen vor sich haben oder nicht, ist halt auf dem Präsentierteller gegeben und wird genannt. Man sollte es nicht on camera zeigen. Aber dass sie dann lieber Helaena fragen und dann halt so die sagen, oh, sagt sie jetzt die Wahrheit oder nicht, das wirkt halt so ein bisschen, ja, bisschen geschrieben, um Spannung mit Helenas Antwort zu erzeugen. Und diese Frage, sagt sie die Wahrheit oder nicht, weil das wird ja dann auch so, er sagt, nein, nein, sie würde niemals den Thronerben nennen und dann sagt der Ratcatcher doch, sie sagt die Wahrheit. Und ja, sie sagt dann auch in der Endszene, they killed the boy. Ich denke mal, das wird dann auch so sein, dass sie in dem Moment dann quasi, ja, die Tochter geschützt hat. Weil, ich sag mal so, ich hoffe, dass sie jetzt nicht so einen Plot aufmachen, dass sie in Wahrheit die Tochter geopfert hat und jetzt versucht sie, Jaehaerys als Tochter aufzuziehen, damit er nicht in diese Thronfolgerrolle kommt. Ich hoffe, dass man nicht sowas macht. Also ich denke, sie hat wirklich in dem Moment einfach entschieden, die Wahrheit zu sagen. Ja, genau. Und ja, das war, wie gesagt, so ein bisschen gezweckt. Ne? Also, und, ne, also weil man auch legit, wenn es jetzt irgendwie um Contenance oder sollte man sowas implizieren ginge, dann würde man A, diesen Satz nicht sagen. Look for the cock und B hat man kurz danach quasi im Hintergrund den Mord, wie dem Kind die Kehle durch, der Kopf abgeschnitten wurde, auch mit sehr eindeutigen Sounds dargestellt. Also ich glaube, darum ging es ihnen nicht. Es ging ihnen einfach nur darum, Spannung zu erzeugen. Wie gesagt, man sollte das natürlich nicht on camera zeigen, absolut nicht, aber weder die Gewalt noch andere Dinge. Aber ja, das wirkt ein bisschen gezweckt gemacht irgendwie. Und ja, zwischendurch hatten wir dann noch das Gespräch zwischen Kristen und Aemond, wo die eben quasi planen, wie sie Leute an sich binden könnten. Und dann Aemond und Otto. Und hier kam jetzt auch so das Follow-up zu der Szene mit Alicent, weil Otto, der jetzt, ja, da noch sagt, ja, nö, muss nicht unmoralisch sein, sagt halt zu Aemond, ey, du wirst all die Rache bekommen, die du suchst. Obwohl ich mich so ein bisschen frage, aber er hat Lucerys getötet. Also, er hat ja seine Rache bekommen.
So, letztendlich. Aber er muss seine Impulse im Griff haben, denn er weiß, sein Bruder kann das nicht. Und ja, da macht Otto Hightower relativ deutlich, er ist absolut bereit, um moralische Wege zu gehen. Das ist für ihn gar kein Thema. Und ja, dass er Aemond noch im Zaum hält, ist eher Taktik, als dass er bemüht ist, um möglichst wenig Blutvergießen. Und ja, genau, wir haben dann eben noch gesehen, wie sich die beiden Rattenfänger quasi, oder der Rattenfänger und sein Begleiter, durch die Rattenwege bewegt haben, durch den Thronsaal auf. Hier gab es eine kleine witzige Szene, wie Aegon nach einem neuen Beinamen sucht, weil halt niemand weiß, was Magnanimous ist, was so viel heißt wie edelmütig heißt. Und ja, sie kommen dann irgendwann an beim Dragoncock und so weiter und so fort. War ganz lustig und zeigt eben auch, wie immature er ist letztendlich. Und ja, es endet, dann kommt diese Szene, wie sie die finden letztendlich. War, wie gesagt, von der Spannung her super gut aufgebaut, auch wie sie durch die leeren Räume sich bewegen, eine Bedienstete auf ihn trifft und so weiter. Es war gut gemacht. Und dann eben diese etwas gezweckte Szene mit Helena, wie ich finde. Und dann endet es auf Alicent, die halt gerade Kristen reitet und Helena kommt herein und sie springt natürlich sofort ab und fragt, was passiert ist und sie sagt: They killed the boy. Und jetzt wird es halt bei Alicent mit der Moral wahrscheinlich auch vorbei sein. Ja, dann noch zwei kleine Anmerkungen. Also, wie gesagt, ich fand die Folge insgesamt gut. War ein schöner Wiederreinkommer. Ich muss sagen, es ist bei mir jetzt noch nicht so dieses vollends, ja Mann, wir sind wieder da. House of the Dragon geht weiter. Da sind wir noch nicht, aber das hatten erste Folgen auch bei Game of Thrones fast nie. Eine Anmerkung möchte ich noch machen. Ich finde es schon auffällig, wie bedeutend schlechter House of the Dragon mittlerweile aussieht als aktuelle High-Budget-Serien, ne? Wenn man das vergleicht mit so einem The Boys aktuell zum Beispiel, wo gefühlt wirklich alles knackscharf aussieht und auch das CGI sehr, sehr gut ist und so weiter. Oder auch wenn die Serie an sich von der Qualität halt deutlich schlechter ist, Rings of Power, so, also gerade was die Umgebungen jetzt hier in House of the Dragon ansieht, die sehen immer irgendwie verwaschen aus. Es ist irgendwie alles immer so ein bisschen unscharf. Auch in Momenten, wo es nicht unscharf sein sollte. Was, glaube ich, auch viel an Beleuchtung und Color Grading liegt. Also irgendwie, die Serie sieht jetzt keinesfalls schlecht aus. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man hat sich hier nicht sonderlich weiterentwickelt. Im Vergleich auch zu Game of Thrones damals. Und das ist halt ein bisschen überraschend, dass man da. Ja, offenbar das Budget in einem vertretbaren Rahmen halten wird, weil man wahrscheinlich auch das Problem hat, dass halt diese Drachen einfach arschteuer sind. Ne? Die müssen halt allein unfassbar viel CGI für Geld für die Drachen und so ausgeben. Und das würde halt viel ausmachen, weil zum Beispiel bei The Boys hat man ja letztendlich in Anführungszeichen nur die Superkräfte und so, die halt gut animiert werden müssen und können halt, kann dann auf anderen Punkten den Fokus legen. Aber es ist schon auffällig. Und da noch eine Frage an euch. Ich war irritiert darüber, dass die lauter Scorpions haben. Weil ich dachte, also ich habe das in Game of Thrones so verstanden, damals, als der Scorpion gebaut wurde, dass das quasi so eine bahnbrechende Erfindung war, diese riesige Drachentöterballiste zu bauen. Und dass die da erfunden wurde. Deswegen war ich sehr irritiert, dass jetzt hier Scorpions gebaut wurden. Oder, und deswegen, wie gesagt, wisst ihr das, war das in Game of Thrones so, dass sie quasi Baupläne von den Targaryens damals hatten und deshalb die Scorpion daraus gebaut haben. Und die einfach Ewigkeiten nicht existiert haben, weil es einfach keinen Drachen gab. Ja, das würde mich mal interessieren, ob das von euch jemand weiß. Und ansonsten bin ich durch mit der Folgenbesprechung. Ist länger geworden als gedacht. Am Anfang dachte ich mir so, ach ja, guck mal, das meiste habe ich jetzt schon abgehakt, jetzt kommen wir gut durch. Aber ja. Wir sehen uns dann hier wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ich denke, ich werde wieder Folgenbesprechungen zu jeder Folge machen, außer wenn es zeitlich mal nicht geht. Und ja, dann freue ich mich, wie gesagt, auf eure Kommentare und so weiter. Und wir sehen uns dann hier nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle. Bis dahin, tschüss.